bin's nochmal. Ja, ich wollte nochmal einen Haul für euch drehen. Und zwar hat der liebe Dieter jetzt am Sonntag seine Countdown-Angebote gestartet. Und ja, wie das so ist, konnte ich da einfach nicht dran vorbeigehen. Also, Dieter macht mich arm. Nein, er hat immer sehr, sehr gute Preise und dementsprechend, ja, ist es halt so. Und jetzt muss ich aber die nächsten 2 Monate echt sparsam umgehen. Nicht mehr so viel bestellen. Dieser Monat war echt heftig vom Bestellen her. Ja, aber ich habe jetzt auch reichlich Produkte hier. Also dementsprechend, das muss jetzt erstmal verbastelt werden. Ja, ich wollte euch einfach zeigen, was ich mir so Schönes bestellt habe beim lieben Dieter. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar habe ich mir hier, ich zoome euch nochmal ein bisschen weg, so ein Paperpack bestellt. Das sind so Papiere, die man sehr gut zu Geburtstagen nehmen kann. Irgendein Licht hiervon blendet extrem. Moment. So seht ihr mehr. Also damit kann man richtig schöne Geburtstagssachen basteln. Das Paperpack hat jetzt gekostet. Ich muss gerade auf meiner Liste nachschauen. So, das Paperpack hat gekostet 2 Euro. Jeder, der weiß, ne, wie teuer Papier ist, gutes Papier, der weiß auch, dass das ein Schnäppchen ist. Da sind 25 Blatt drin, sind 12x12 Inch. Und diese Blätter sind da halt drin. Und was ihr hier noch drin habt, sind hier diese Cutting Dies. Die sind richtig, richtig cool, wenn man so Geburtstagsgeschenke und so fertig macht. Also freue ich mich total drüber, dass ich das diesmal ergattern konnte. Und ja. Dann habe ich mir so Muskumi-Teile bestellt. Das ist so alles, was so den Himmel betrifft. Da hat man halt drin so Wolken und die Sonne, der Mond. Und ich glaube, graue Wolken sowie auch blaue Wolken. Ja. Also alles, was den Himmel betrifft. Für die habe ich bezahlt 1 Euro. Da sind einige von drin. Das sind 60 Dinger sind da drin. Das sind Sterne, Mond, Wolken und Sonne. Genau. Da will ich mal gucken, da will ich mal so ein schönes Goodie-Bag mit basteln. Ich habe ja noch einige Sachen vor mit euch und da wird sowas definitiv Verwendung finden. So, dann habe ich mir für mein Resin etwas besorgt. Und zwar möchte ich meine Resin-Teile demnächst mit Filz hinten dran haben, dass die halt nicht immer gedummt werden müssen. Ja, das ist 1 mm stark, sind DIN A4 Größen. Da sind jeweils von jeder Farbe 2 Stück drin. Ihr seht, das sind 25 Farben insgesamt, das heißt 50 Blatt. Und das Schöne ist, das ist selbstklebend. Das heißt, da braucht ihr selber nicht mehr anfangen. Oh, ich muss, glaube ich, sogar noch verbessern. Da sind immer 2 in einem Pack. Da sind immer 4 pro Farbe. So, jetzt haben wir es aber. 4 pro Farbe, aber dann komme ich trotzdem nicht auf 50. Also hier Orange ist zum Beispiel 6 mal da.
Wir haben viermal viermal braun, viermal hellblau, viermal rosa. Na, guck mal. Dann gucken wir doch mal rein. Dann wissen wir es 100%. So. So ist besser. Also hier haben wir braun, braun. Also vier Bögen braun. Vier Bögen mittelblau. Vier Bögen rosé. Ihr wisst, die Farben können abweichen, je nachdem auf welchem PC oder so ihr das guckt, das Video. Dann haben wir viermal schwarz. Dann haben wir vier Bögen mit dunkelgrau meliert. Dann haben wir vier Bögen mit weiß. Dann haben wir vier Bögen mit gelb. Vier Bögen Apfelgrün. Vier Bogen Mohnrot nennt sich das. Vier Bögen hellgrau meliert. Dann haben wir sechs Bögen orange. Und vier Bögen Tannengrün. Ja, wie gesagt, die werde ich für meine Resin-Teile nehmen. Hinten als Schutz. Da muss ich die nicht mehr domen. Und dementsprechend ist das halt besser. Dann habe ich hier noch Mini-Sticker. Das sind so Nail-Art-Sticker. Das heißt, die kann man auch fürs Nägel machen nehmen. Halten auch auf Resin-Teilen und auf Papier echt richtig gut. Wartet mal, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So. Also. Dann kann ich es euch passend zeigen, ohne dass es blendet. Der ist nach oben gerutscht. Also richtig schön, teilweise so richtig präzise mit dem Goldrand, also die sind echt wirklich richtig, richtig toll. Die werde ich nehmen halt zum Basteln, fürs Nägel machen habe ich separate. Achso, die Nagelsticker haben gekostet, wo haben wir sie? 1 Euro. Also auch nicht teuer. Dann habe ich mir hier Standschablonen besorgt. Mit Hund und Katze. Also zwei Katzen, zwei Hunde. Die haben gekostet 5 Euro. Also das ist ein guter Hersteller. Und 5 Euro ist da wirklich schon ein Schnäppchen und da habt ihr wirklich 4 Stück auch für. Ist vollkommen okay. Dann, was ich auch richtig, richtig cool finde, habe ich mir hier von der Firma Tulip. Ja, Tulip ist das. Bestellt. Das kann man halt anordnen dann wie so eine Torte.
Ich habe eigentlich gedacht, dass das Cutting Dies sind. Da muss ich doch mal gerade reinschauen. Die muss ich einmal mit euch zusammen aufmachen. Dass das immer so gut zugepackt ist. Okay, ist er auch. Also das ist eine Standschablone, aber mal was ganz anderes. Und zwar habt ihr da so eine weiche Rückseite und da sind alle Teile von dieser Torte drauf. Das heißt, da steht dann, wie oft ihr irgendwas braucht. Und dann habt ihr sie da alle hinten drin. Das ist natürlich auch cool. Das finde ich cool. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Diese Schablone hat gekostet 3 Euro. Ist auch noch vollkommen okay. Ihr wisst ja, was die sonst auch kosten gerne, ne? Also Standschablonen kann man zwar auch günstig bestellen. Es sind auch manche Hersteller, die günstig echt gut sind. Aber da kriegt man sowas Außergewöhnliches halt nicht, ne? So, dann habe ich mir auch von Tulip, also das ist der gleiche Hersteller, die Stempel dazu geholt. Da ist zum Beispiel die Torte dann als Stempel. Fand ich cool und die musste ich einfach haben. Und die hat gekostet, Silikonstempelsortiment, 2 Euro. Für die Menge an Stempel ist das ein Bombenpreis. Also da bin ich richtig glücklich drüber. Werde ich auch mal bestimmt mit euch zusammen testen. So, dann hatte der liebe Dieter Sticky Tape günstig. Und zwar habe ich alle 3 Stärken gekauft. 3, 6 und 9 mm. Die 3 mm sind ja die ganz, ganz dünnen. Da hat jede Packung 1 Euro gekostet. Bei den 6 mm 1,25 und bei den 9 mm 1,50. Auch wer da die Preise von Sticky Tape kennt, weiß, dass die echt teilweise richtig, richtig teuer sind. Und ihr habt auf eine so eine Rolle 10 Meter drauf. Also 10 Meter ist schon echt spitze. Ne? Ich musste sie davon ja jeweils 2-mal haben. So bin ich erst wieder versorgt. Kann nichts mehr schief gehen. Das große Kleben kann kommen. Ich habe da auch noch ein paar Highlights zwischen. Die kommen natürlich zum Schluss. Ihr kriegt erst das andere. Dann habe ich mir von X-Cut so ein Schablonenset mit Wetter gekauft. Das heißt, da habt ihr einen Regenbogen, eine Sonne, eine Wolke, eine Schneeflocke, Tropfen und einen Blitz. Die könnt ihr halt richtig schön miteinander kombinieren. Die haben gekostet, ich meine, ja, 2 Euro. Und dann, schaut mal hier. Ein Flamingo. Total cool. Der hat auch 2 Euro gekostet. Flamingo ist ja jetzt das neue Einhorn, ne? Kennt ihr bestimmt. Richtig, richtig klasse. Dann habe ich mir so ein Paper Pad mit Gold und Silber Metallic
Papier gekauft. Das hat gekostet, das Papier. Das PMA. 60, 214, ja. Das hat gekostet 3 Euro. Da habt ihr dann 32 Blatt drin. Das ist 8x8 Inch, das heißt 20x20 cm. Ihr habt jedes Design zweimal drin. Ne? Das sind 16 Designs. Dann jeweils zweimal, dann sind wir bei 32. So, und jetzt zeige ich euch mal. Das Papier ist auch richtig, richtig toll. Hier seht ihr halt richtig schön mit dem Gold Metallic. Da dann halt mit Braun und Gold. Hier haben wir das Lila mit Gold. Hier haben wir dann Weiß mit bunten Punkten. Dann habe ich hier Gold mit ganz vielen weißen Punkten. Hier haben wir Rot mit weißen Punkten. Hier haben wir Weiß mit kleineren bunten Punkten. Hier könnt ihr sehen, das Blau mit Silber. Hier haben wir Schwarz mit Gold. Hier haben wir ganz fein gestreift in so einem lila Ton mit Weiß. Hier haben wir Rot gestreift. Manche würden jetzt sagen, davon kriegt man Augenkrebs, weil das ist echt heftig, wenn man da drauf guckt. Dann haben wir hier Braun mit Weiß gestreift. Hier ist Blau gestreift mit Gold und Silber und Weiß. Hier ist Schwarz mit goldenen Querstreifen. Hier haben wir bunt gestreift. Hier haben wir Weiß-Silber. Hier ist dann noch einmal Lila mit Weiß, Gold und Silber gestreift. Das Papier selber, jetzt muss ich mal gerade aufgucken, also das ist kein ganz dünnes Papier. Das ist, ich muss mal gerade gucken, ob ich da was finde. 180 Gramm. Schwer ist das. Also für Papier vollkommen ausreichend. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Zu dick ist nicht gut, zu dünn ist nicht gut. So, dann, worüber ich mich auch tierisch gefreut habe, ist dieses Schmetterlingsset. Also da sind mehrere Standschablonen mit bei. Da sind Karten mit bei, also so eine richtige Geschenkbox, hätte ich beinahe gesagt. Da sind Stempel mit bei und die mache ich jetzt einmal zusammen mit euch auf. Ich bin ja auch selber neugierig, was da alles so Geiles mit drin ist. Das Paket ist heute Morgen gekommen, wir haben es jetzt kurz vor 7. Und ich musste wirklich stille halten, dass ich jetzt erst die angefangenen Sachen zu Ende mache, bevor ich das halt auspacke. Oh, und das ist richtig cool. Oh, schaut euch das mal an. Ich glaube, das könnt ihr sogar nicht genau sehen. Habe ich hier noch irgendwas Weißes? Könnt ihr sehen, hier mit dem Kescher. Also richtig, richtig cool. Das ist eine Standschablone. Das, wo ich mich am meisten freue, das
sind die beiden unterschiedlichen Schmetterlinge. Aufstandsschablone. Hier haben wir dann einmal den Stempel. Ich halte euch mal etwas näher, dann könnt ihr den Spruch selber lesen. Also richtig, richtig cool. Das sind sogar zwei Stempel, sind das zwei unterschiedliche Sprüche. If nothing ever changed, there'd be no butterflies. Und just when the caterpillar through the world was over, it became a butterfly. Also richtig cool. Da muss man Dieter richtig danken, dass er sowas für uns Mädels da gemacht hat. So, dann habe ich hier drin, jetzt muss ich noch einmal ein bisschen Wühle-Wühle machen. Solche Streifen mit Cardstock. Und manche davon sind so Linien-Cardstock. Dann sind hier aber auch normal Cardstock mit dabei, wo man halt gut die Stempel drauf stempeln kann. Ja, wie ihr seht, das sind richtig, richtig viel Cardstock. Vielen lieben Dank dafür, Dieter. Dann. Ach, das ist ja süß. Schaut mal. Den werde ich mir in der neuen Wohnung an die Wand hängen. Zu meinen anderen Schmetterlingen. Cool. Ja, dann haben wir hier Cardstock. Also nochmal so ein paar Cardstock. 5 Stück sind das. So Linien-Cardstock. In 5 unterschiedlichen Farben. Dann haben wir hier noch ein bisschen Designpapier mit Schmetterlingen. Ihr wisst ja, Schmetterlinge ist genau meins. Und das hier, guckt euch das mal an. Das ist doch wohl traumhaft. Das ist total toll. Und hier nochmal mit Weiß. Also über diese Box bin ich richtig, richtig glücklich. Die war auch nicht gerade günstig, aber auch nicht dafür, dass so viel drin ist, auch nicht teuer. Da habe ich bezahlt 5 Euro für. Also noch vollkommen in Ordnung. Für die Menge, ihr seht ja, da ist echt viel drin. Dann haben wir hier noch so Sachen, die man sich ausschneiden kann, als 3D kleben dann, ne? Das hier noch. Und zu guter Letzt finde ich total geil Schmetterlingskarten. Guckt euch das mal an. Wer da gekonnt ist, der malt sich das ab, überträgt das wieder genau passend auf Papier und kann sich die dann halt immer wieder nachmachen, ne? Da sind dann auch, ich glaube, auch 5 Stück. Ja, genau. Das ist auch richtig Linien-Cardstock. Oh, ich bin richtig glücklich, dass ich diese Box ergattert habe. Wo ich die gesehen habe, also der Finger war schneller als das Hirn. Ich habe sie mir einfach bestellt. Ich habe erst gar nicht darauf geachtet, was sie kostet. Ich habe sie einfach bestellt. Ja, das war meine erste schöne, richtig schöne Errungenschaft. Ist aber nicht das einzigste. Ja, erstmal gerade wieder einpacken. Also da bin ich richtig froh drüber, über dieses Set. Da hat Dieter mir richtig Gutes getan. Ich hoffe, sowas kommt noch öfter mal.
hinten steht halt nochmal drauf, was alles drin ist. So, das geht dann auch wieder in den Karton. Dann hatte ich als Dankeschön so ein, ich glaube, das ist ein Stickbild. Solche Bilder, wo man sich dann halt das Faden halt durchziehen kann, ne? Da sind dann mehrere Muster drin. Also das gab es als Dankeschön dafür, für die Bestellung. Leider verstehe ich nicht, was draufsteht, weil Holländisch kann ich nicht. Aber auch das werde ich irgendwie rausfinden. Dann könnt ihr hier mal sehen, hier vorne. Das sind dann so die Beispiele, was man damit machen kann. So, und jetzt kommen wir zu dem ersten Highlight, worüber ich richtig glücklich bin. Und zwar habe ich mir Gorgeous Schleifen bestellt. Richtig, richtig toll. Für die Schleifen habe ich bezahlt. €1,50. Da sind, ich meine, 12 oder 18 Schleifen. Ne, 12 Stück sind da drin. Also 3 verschiedene Muster und dann jeweils 4 Stück davon. Total klasse. Und jetzt kommt mein Ober-Ober-Highlight. Ein Paperpad von Gorgeous. Das ist 8x8 Inch. Das heißt 20,3x20,3 cm. Sind 32 Designs drin. 160 Gramm ist das Papier schwer. Und das wollte ich mir jetzt mit euch zusammen anschauen, weil ich auch dieses noch nicht gesehen habe. So. Ich hole euch mal wieder ein bisschen näher. Brauche ich das nicht so hoch halten. Das sind halt richtig diese üblichen Gorgeous Papiere, ne? Die sind nur einseitig bedruckt, also ihr habt da wirklich auch die 32 Blatt drin. An diesen dunklen Farben. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen möchte. Aber irgendwas wird sich auf jeden Fall finden. Also die sind richtig, richtig schön. Und vor allen Dingen diese Größe, diese 8 Inch mal 8 Inch, habe ich so bei uns bisher nirgendwo gesehen. Das hier finde ich sehr schön vom Farbton. So, ich weiß gar nicht, ob ich euch das gesagt habe, was das gekostet hat. Also das Paperpad hat gekostet 4 Euro. Finde ich total in Ordnung. Ihr wisst selber, was die Gorgeous Sachen alle so kosten. Ich hoffe, Dieter kriegt so nach und nach immer mehr von Gorgeous rein. Also da kann ich echt nicht dran vorbeigehen. Also Dieter, falls du es sehen solltest, Stempel davon wären nicht schlecht. So richtig schöne Gorgeous Stempel. Und wenn es nur die Mini sind, das ist auch nicht schlimm. Also ich bin richtig glücklich, dass ich das gekauft habe. Ich bin eh mit allem glücklich, was ich hier bekommen habe. Vor allem kam das Paket ganz unerwartet heute Morgen. Also generell kriegt man vom lieben Dieter eine E-Mail mit eine Sendungsverfolgungsnummer, dass man halt weiß, wann sein Paket kommt. So, hier ist dann noch ein Blatt, wo man sich diese Sachen ausschneiden kann.
Und wer die Sachen von Gorgeous kennt, weiß ganz genau, hier drin, ich will es jetzt nicht ganz aufmachen, sind auch noch Sachen zum Ausschneiden. Sieht man hier schon hier oben, so Gebühren. Total klasse. Ja, ihr Lieben, das war's schon mit meinem kleinen, großen Dieter-Haul. Dieter, vielen, vielen Dank für die tollen Sachen. Du machst mich wirklich arm. Ich kann an diesen Angeboten echt nicht dran vorbeigehen, vor allen Dingen nicht bei sowas. Da drehe ich durch, das finde ich mega geil. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, das ist das Ende des Videos. Wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Video. Bleibt schön sauber, schön zu basteln und bis dahin, bye bye.